Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute an einem Casual Sunday, deswegen auch mal mit Cap heute, geht es rund um das Thema Markenregistrierung. Das heißt, ich möchte dir auf der einen Seite zeigen, wie du bei der DPMA, das heißt bei dem Deutschen Patent- und Markenamt, deine Marke registrierst und sie dann im Nachgang auch bei Amazon als Marke registrierst über die Amazon Brand Registry. Warum solltest du es in Erwägung ziehen, eine Marke überhaupt zu registrieren bei Amazon? Natürlich hast du als Markeninhaber um einiges mehr Kontrolle darüber, wenn beispielsweise deine Produkte kopiert werden, dein Markenname fälschlicherweise verwendet wird etc. Und du hast auch im Amazon-Kosmos um einiges mehr Spielraum. Zum Beispiel kannst du, wie du hier siehst, in den Produktinformationen, das heißt in der Beschreibung deines Listings, A-Plus-Inhalte verwenden. Das heißt, du hast nochmal die Möglichkeit, große Bilder, Bild- und Textelemente, Vergleichstabellen etc. in deine Produktbeschreibung einzubauen, wo du normalerweise ja einfach nur plain Text hinzufügen konntest. Genau, das heißt, in diesem Video werde ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du bei der DPMA online deine Marke registrierst. Dort bekommst du dann ein Aktenzeichen und dieses Aktenzeichen kannst du dann wiederum verwenden, um bei der Amazon Brand Registry deine Marke zu registrieren, um in den Genuss von beispielsweise A-Plus-Inhalten zu kommen. Starten wir direkt mit der Registrierung bei der DPMA. Das Ganze geht auf direkt.dpma.de/Marke. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und ich mache das ganze Video heute mal nur für den deutschen Marktplatz. Ja, das heißt, wir kümmern uns nur um die DPMA, was ja das deutsche Patent- und Markenamt ist, und dann auch nur um eine Anmeldung in Deutschland. Aber am Ende dieses Videos wirst du auf jeden Fall verstanden haben, wie das ganze Thema Markenanmeldung funktioniert und kannst das dann relativ einfach auch reproduzieren für andere Länder, weil zumindest der Teil auf Amazons Seite ist immer relativ ähnlich. Also du brauchst einfach ein Aktenzeichen von einer registrierten Marke und kannst dann deine Marke bei Amazon eintragen lassen. Aber starten wir mit der DPMA, mit dem Formular. Das Ganze kostet dich, kommen wir vielleicht darauf kurz zu sprechen, 290 Euro für drei Klassen, die du beanspruchst. Was die Klassen sind, zeige ich dir dann gleich nochmal im weiteren Verlauf, und für jede weitere Klasse, die du dazu registrieren möchtest, sind es nochmal 100 Euro. Es gibt dann im Nachgang auch noch die Option der beschleunigten Bearbeitung. Dann hast du die Möglichkeit, nochmal ein bisschen mehr zu zahlen dafür, dass deine Marke schneller eingetragen wird. Ist für mich persönlich jetzt aber nicht die Zusatzkosten wert. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Wir starten mit der Markenanmeldung und kommen dann hier in dieses Portal rein, in dieses Formular, und du hast jetzt hier als erstes die Möglichkeit, Daten zu dir anzugeben. Beziehungsweise du hast nicht die Möglichkeit, du musst Daten zu dir angeben, entweder als natürliche Person, also zum Beispiel, wenn du einfach ein Einzelunternehmer bist, oder eben als juristische Person, wenn du beispielsweise eine GmbH hast etc., dann würdest du das dementsprechend auswählen. Ich fülle das jetzt mal hier alles für mich aus und begebe mich dann schon mal in den nächsten Schritt. So, im nächsten Schritt kannst du jetzt noch einen Anwalt oder eine Kanzlei eintragen, die dir bei der Markenanmeldung hilft. Ich denke mal, jetzt bei den meisten Personen wird das nicht der Fall sein. Dementsprechend werden wir den Punkt jetzt hier einfach mal überspringen. Als nächstes kannst du hier deine Kontaktadresse angeben. Ich gehe mal davon aus, dass das die gleiche Adresse sein wird, die du auch eben bei dir als Anmelder angegeben hast. Falls nicht, du könntest jetzt hier noch eine andere Adresse auswählen, eine andere Zustelladresse, indem du hier draufklickst und andere Zustelladresse auswählst, und könntest das hier unten dann nochmal abändern. In meinem Fall ist es jetzt gleich. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist hier unten meine E-Mail-Adresse eingeben. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich auf Weiter klicken. So, dann hast du hier die Möglichkeit auszuwählen, was du denn für eine Marke überhaupt anmelden willst. Eine Wortmarke oder eine Bildmarke. Ich gehe mal davon aus, dass bei den meisten Personen es jetzt erstmal nur rein eine Wortmarke sein wird. Da auf den Fall werde ich mich jetzt auch mal nur beschränken. So, dann musst du jetzt im nächsten Schritt angeben, wie deine Marke denn heißen soll. Am besten hast du vorher schon mal geschaut, ob es deinen Markennamen denn schon gibt, beziehungsweise ob da schon eine Registrierung vorliegt. Falls du das noch nicht getan hast, dann machen wir kurz einen kleinen Exkurs, wie du das rausfinden kannst. Und zwar musst du dafür einmal kurz nach DPMA Register suchen und klickst dann hier auf den ersten Link. Kannst dann hier direkt zum DPMA Register, und den Link werde ich dir auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken, dass du dich hier nicht so durchklicken musst, und kannst dann hier unter Marken eben recherchieren, welche Marken es denn schon gibt.
Wenn du jetzt beispielsweise, gehen wir mal davon aus, ich habe ja am Anfang des Videos wieder dieses Autocover gezeigt, diese Autoplane. Angenommen, wir wollen unsere Marke jetzt ganz neumodisch und modern Cover nennen, aber ohne E. Ja, also C-O-V-R. So, dann können wir das eingeben und klicken dann auf Recherche starten und schauen, ob es dafür schon eine Eintragung gibt. Und da sehen wir, da gibt es schon eine eingetragene Marke mit dem Namen Cover. Das heißt, das sollten wir dann wahrscheinlich lassen. So, dann gehen wir nochmal zurück. Dann sagen wir uns, okay, dann lass uns doch K-Cover machen. Ja, das sieht ja genauso cool aus. Machen wir Recherche starten und es gibt keine Treffer für K-Cover. Das heißt, es gibt hier keine eingetragene Marke. Und im Zweifelsfall solltest du hier vielleicht trotzdem nochmal irgendwie mit einem Anwalt reden, mit einem Patentanwalt zum Beispiel, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass es nicht irgendwie irgendwo verboten ist, hier K-Cover als Marke zu nehmen. Aber das gibt dir auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Anhaltspunkt, ob es hier eine eingetragene Marke gibt oder nicht. So, wir sehen jetzt, K-Cover ist safe. Das heißt, wir tragen hier ein K-Cover als Markenname. Ein internes Aktenzeichen haben wir noch nicht und klicken auf Weiter. So, jetzt geht es um die Klassen. Hier in den Klassen kannst du jetzt nämlich auswählen, in welchem Bereich, in welchem Produktbereich sich denn deine Marke ansiedelt. So, du kannst dich hier jetzt ganz einfach an der Suche bedienen. Ich hoffe, dass es jetzt für dieses Produkt auch relativ leicht geht. Und zwar suchen wir einfach mal nach Abdeckung und schauen mal, ob es sowas wie Abdeckung für angepasste Abdeckungen für Kraftfahrzeuge. Perfekt. Angepasste Abdeckung für Fahrzeuge und ja, für Kleintransporter würde vielleicht auch noch funktionieren. Genau, das hier sind jetzt nämlich die Klassen, für die du bezahlst. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass drei Klassen 290 Euro kosten und jede weitere Klasse 100 Euro. Das heißt, wenn du jetzt hier deine Markenanmeldung machst und weißt, dass du unter der Marke K-Cover zum Beispiel in Zukunft nicht nur Abdeckung für Kraftfahrzeuge machen wirst, sondern später auch mal, ja gut, das ist jetzt ein schlechtes Markenbeispiel, weil K-Cover schon sehr einschränkt, um was es hier geht. Aber angenommen, du hättest einen allgemeineren Markennamen und weißt, dass du in Zukunft auch noch andere Produkte aus anderen Klassen darunter fassen wirst, dann solltest du hier schon bei deiner ersten Markenanmeldung das Ganze bedenken und solltest zumindest die drei Klassen, für die du ja sowieso bezahlst, ausschöpfen. So, wir wählen jetzt mal hier diese drei aus. Das sind unsere Klassen, die wir verwenden und klicken auf Auswahl zur Anmeldung hinzufügen. So, dann siehst du, dass hier unten diese drei Klassen hinzugefügt wurden. Da entstehen uns jetzt keine Mehrkosten und dann kann man hier unten noch eine Leitklasse auswählen. Das Ganze fällt jetzt sowieso unter Klasse 12. Alle drei, dementsprechend haben wir nur eine Klasse und unsere Leitklasse ist logischerweise 12. Es könnte jetzt aber sein, dass deine drei Produktkategorien, die du abdecken möchtest mit deiner Marke, in unterschiedliche Klassen fallen. Dann kannst du hier unter Leitklasse eben die Klasse wählen, die am wichtigsten ist, in Anführungszeichen, oder wo du die meisten Produkte darunter rausbringen wirst, beispielsweise. Aber in unserem Fall ist das jetzt einfach, das ist einfach Klasse 12. Dann klicken wir auf Weiter. Genau, dann können wir hier noch den Antrag auf beschleunigte Prüfung auswählen, der ist aber gebührenpflichtig. Wie viel das Ganze kostet, kann ich dir auch nochmal kurz zeigen. So, das siehst du jetzt nämlich hier. Du siehst unsere normale Gebühr von 290 Euro, dann für jede weitere Klasse 100 Euro und wenn wir eine beschleunigte Prüfung haben wollen, dann kostet das Ganze nochmal 200 Euro extra. Ist meiner Meinung nach die ganze Sache nicht wert, weil ihr braucht nämlich keine voll eingetragene Marke, um sie dann bei Amazon zu registrieren, sondern es reicht schon, wenn der Antrag bei der DPMA eingegangen ist, ihr das Aktenzeichen habt und ihr könnt schon mit dem Aktenzeichen, auch wenn eure Marke noch nicht genehmigt wurde, eure Marke bei Amazon registrieren. Das heißt, die beschleunigte Prüfung macht in meiner Auffassung jetzt hier keinen Sinn. So, alle weiteren Punkte sollten jetzt für den Anfang bei euch auch nicht relevant sein. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr eure Marke lizenzieren wollt, jetzt wenn ihr anfangt auf Amazon zu verkaufen. Dementsprechend können wir hier einfach auf Weiter klicken, können jetzt hier unsere Daten nochmal anschauen. Und wenn dann hier alles passt, wenn ihr eure Markendarstellung richtig gewählt habt, also euch nicht verschrieben habt und eure Klassen ordentlich ausgewählt habt, dann könntet ihr jetzt hier die Anmeldedaten übernehmen und bekommt dann im Nachgang
eine E-Mail zugesandt, beziehungsweise bekommt eine Download-Möglichkeit für die Dokumente, wo ihr eben eine Bestätigung darüber bekommt, dass ihr jetzt eure Marke angemeldet habt, beziehungsweise dass die Registrierung eingegangen ist und dass sie dann bearbeitet wird. Und diese 290 Euro könnt ihr dann überweisen, aber ihr habt 3 Monate Zeit, um das Ganze zu überweisen. Das ist relativ entspannt. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich sogar, wenn ihr eure Marke anmeldet, dann euer Produkt auf den Markt bringt, könnt ihr wahrscheinlich eure Markenanmeldung schon mit dem Gewinn aus den ersten verkauften Einheiten bezahlen. Was natürlich relativ entspannt ist, dass euch hier wirklich 3 Monate gegeben werden, um das zu zahlen. So, jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt. Und zwar habt ihr jetzt diese Dokumente runtergeladen und habt jetzt das Aktenzeichen bekommen, unter welchen eure Markeneintragung jetzt läuft. Also unter welchen Zeichen dieser Fall behandelt wird. Und jetzt wäre ja der nächste logische Schritt, zur Brand Registry bei Amazon zu gehen und zu sagen, hey, ich habe meinen Antrag gestellt, bitte registriere diese Marke bei Amazon. Das Problem ist aber, dass direkt nachdem du bei der DPMA deine Registrierung gemacht hast, es noch nicht öffentlich sichtbar ist, dass du den Antrag eingereicht hast. Das dauert meistens so 2-3 Tage und du solltest vorher erst hier bei der Markenrecherche-Seite im Register, die ich dir ja auch schon eben gezeigt habe, solltest du gucken, ob dein Antrag hier wirklich als eingegangen auffindbar ist. Wenn du jetzt gerade erst deinen Antrag abgeschickt hast und jetzt hier nochmal nach Carcover suchst und dann auf Recherche starten klickst, dann wirst du immer noch die gleiche Meldung kriegen, dass hier keine Eintragung vorliegt und auch keine eingereichte Eintragung. Das heißt, du musst hier erst noch 2-3 Tage warten, musst einfach 1-2 Mal am Tag schauen, ob das Ganze jetzt hier registriert ist. Und wenn du unter Carcover dann einen Eintrag findest, wo dann steht Anmeldung eingegangen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dich zur Brand Registry bei Amazon bewegen kannst und kannst dann dort deine Marke anmelden. So, die Amazon Brand Registry habe ich dir auch nochmal verlinkt unten in der Beschreibung. Dort meldest du dich einfach mit der gleichen E-Mail-Adresse an wie in deinem Amazon Seller-Account. Das Ganze ist wichtig dafür, dass im Nachgang diese Accounts auch gematcht werden können. Dementsprechend verwende hier einfach die gleiche E-Mail-Adresse und das Ganze sieht von innen dann so aus. Du siehst, ich habe hier schon eine registrierte Marke und wir wollen jetzt aber eine neue Marke registrieren. Das sieht bei dir auch folgendermaßen aus, indem du dann hier auf Registrieren Sie eine neue Marke klicken. Dann wartest du ganz kurz, bis sich das öffnet, klickst hier auf Ihre Marke registrieren. So, unser Markenname heißt Carcover und wir sind bei der DPMA registriert, beziehungsweise haben da unsere Anmeldung abgegeben. Unsere Registrierungsnummer, da muss ich mir jetzt was ausdenken. Ich hoffe, dass das hier nicht direkt gematcht wird. Okay, passt. Das heißt, ich kann hier einfach eine Random-Nummer verwenden. Hier tragt ihr natürlich logischerweise euer Aktenzeichen ein von eurer Registrierung. Dann klickt ihr hier auf Ausstehend. Das heißt, unser Antrag ist höchstwahrscheinlich nach 2-3 Tagen erst eingegangen und noch nicht bewilligt worden. Damit signalisiert ihr Amazon, dass die Registrierung noch nicht durch ist. Wir haben nur eine Wortmarke. Dann können wir hier unten noch weitere Produktinformationen angeben. Zum Beispiel, wenn du dein Produkt aktuell schon verkaufen solltest und jetzt erst im Nachgang deine Marke registrierst, könntest du hier beispielsweise, und wenn du einen Online-Shop hast zum Beispiel, kannst du hier deinen Online-Shop eintragen. Amazon braucht ja einfach irgendwie eine Referenz, dass es diesen Markennamen wirklich gibt und dass der in Connection zu irgendwelchen Produkten steht. Oder du kannst auch hier deinen Händlershop verlinken. Zum Beispiel, wenn du schon auf Amazon verkaufst, könntest du das hier auch als Link hinterlegen. Wenn du aber nichts von den beiden hast, wenn du aktuell noch nicht verkaufst, dann musst du hier ein Produktbild hochladen und wenn du jetzt aktuell dein Produkt noch nicht bestellt hast und hast vielleicht auch noch gar keine Bilder, dann kannst du jetzt vielleicht ein bisschen erschlagen sein von diesem Punkt, du weißt jetzt gar nicht, was du machen sollst. Hier reicht auch ein Mockup. Das heißt, wenn du dein Produkt hast und hast dein Logo da quasi drauf gefotoshoppt, beziehungsweise vielleicht kann dir dein Hersteller das auch zur Verfügung stellen oder dein Verpackungsdesigner etc., je nachdem an wen du da herantreten kannst, dann reicht das komplett aus und du kannst es dann hier hochladen und auf Weiterklicken. Ich mache das Ganze mal kurz. So, ich habe jetzt übrigens mal kein Produktbild hochgeladen. Ich habe jetzt einfach ein Stockfoto hochgeladen. Das natürlich nur für den Zweck des Videos. So, dann klickst du hier auf Weiter. Dann sagst du, bist du Verkäufer oder bist du Lieferant? Höchstwahrscheinlich bist du Verkäufer. Das heißt, dass du deine eigenen Produkte an
an den Consumer bzw. an den Kunden verkaufst. In welcher Kategorie ist dein Produkt? Unser Produkt in dem Fall jetzt, das Carcover, ist in der Kategorie Auto und Motorrad. Und hier könntest du jetzt, angenommen du verkaufst dein Produkt schon, könntest du jetzt hier die ASINs eingeben, die also von deinen Produkten, die du bereits verkaufst, die diesen Markennamen tragen. Wenn das noch nicht der Fall ist, lässt du das einfach leer und klickst auf Weiter. So, dann Vertriebsinformation, verkauf deine Marke an Händler, höchstwahrscheinlich verkaufst du nicht an Händler, dementsprechend kannst du diesen optionalen Punkt hier rauslassen und du bist wahrscheinlich auch gerade nicht dabei, deine Marke irgendwie zu lizenzieren an andere, dementsprechend kannst du hier auch Nein klicken und klickst dann hier auf Abschicken. So, das war's schon, ja? Danach wird deine Anmeldung geprüft, sofern dein Mockup, was du hochgeladen hast, deinen Markennamen in Kombination mit deinem Produkt widerspiegelt und der Amazon-Mitarbeiter, der das Ganze prüft, hier im DPMA-Register auch wirklich deine eingegangene Anmeldung sehen kann, dann geht das eigentlich relativ reibungslos durch und deine Marke wird dann ziemlich schnell bestätigt. Genau, wenn irgendwas schief läuft, dann wird in der Brand Registry unter dem Punkt, das kann ich dir auch nochmal zeigen, unter dem Punkt Support und Support-Fallprotokoll wird dann ein Fall aufgemacht, der deine Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Ticket, was bei Amazon aufgeht. Hey, hier stimmt was nicht. Und du bekommst das dann zugeschoben. Du bekommst dann im Normalfall auch eine E-Mail-Benachrichtigung dafür, sofern dein E-Mail-Postfach nicht voll ist. Und dann musst du dich da eben drum kümmern. Also es kann sein, dass die noch irgendwelche Daten von dir brauchen oder es irgendeinen Fehler gab. Aber ansonsten geht das Ganze eigentlich relativ reibungslos durch und dann ist deine Marke registriert und du kannst dann auch im Normalfall direkt den A-Plus-Inhalt für deine Marke verwenden. Ah, an der Stelle noch ein kleiner Einschub, der mir jetzt erst im Nachgang gekommen ist, den ich noch vergessen habe. Und zwar, nachdem ihr die Amazon Brand Registry durchgeführt habt, wird der ganze Vorgang ja geprüft. Und was in meinem Fall jetzt noch der Fall war, was glaube ich auch immer passiert, ist, dass nochmal eine Mail geschrieben wird an den Rechteinhaber der Marke, was ja in dem Fall auch ich war. Das heißt, ich habe eine Mail an meine Mailadresse bekommen mit einem Code und diesen Code musste ich dann nochmal in der Brand Registry quasi bestätigen, dass ich diesen Code bekommen habe als Rechteinhaber. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch bei euch, wenn ihr euren Antrag eingestellt habt, danach nochmal ein Fall geöffnet im Fallprotokoll, auf den ihr antworten müsst, wo ihr eben diesen Token, diesen Code eingeben müsst. Ich glaube, 30 Tage habt ihr dafür ungefähr Zeit, wenn ich mich recht entsinne und dann bestätigt ihr quasi nochmal, dass ihr auch wirklich der Rechteinhaber seid. Genau, das war es eigentlich schon alles, was du wissen musst. Das heißt, du registrierst deine Marke bei der DPMA, kriegst ein Aktenzeichen, wartest, bis das Aktenzeichen auch öffentlich einsehbar ist, beziehungsweise deine eingegangene Anmeldung, registrierst es dann bei den Brand Services, beziehungsweise bei der Brand Registry bei Amazon und schon ist deine Marke dann nach einigen Tagen registriert. Genau, das Schöne ist, wie gesagt, diese 290 Euro musst du erst in 3 Monaten zahlen, dementsprechend hast du die Möglichkeit, bis dahin dein Produkt auch auf den Markt zu bringen, schon den ersten Umsatz zu machen und musst jetzt nicht direkt am Anfang alles aus eigener Tasche zahlen. Wenn das Video für dich hilfreich war, was ich sehr, sehr hoffe, solche Videos sind immer ein bisschen aufwendiger für mich, weil ich auch ein paar Sachen zensieren muss etc., dann freue ich mich sehr über deinen Support in Form eines Daumens nach oben, beziehungsweise wenn du den Kanal abonnierst oder das Video weiterschickst an Personen, die auch gerade vor dem Thema Markenanmeldung stehen und nicht ganz wissen, wie das Ganze funktioniert. Ja, es macht mir sehr viel Spaß, diese Videos zu machen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und wünsche dir noch einen traumhaften Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Video. Hau rein. Ciao.